Trudy Gerster, die Märchenkönigin von der Schweiz, feiert heute ihren 90. Geburtstag. Ein Film zeigt jetzt, wie sie drei Generationen mit ihren Märchen begleitet hat. Und am Freitag war in Basel die grosse Premiere. Der Rummel um ihre Person hat Trudy Gerster ganz gelassen hingenommen. So, wie sich's gehört für eine Königin. Es war einmal eine Märchenkönigin namens Trudy Gerster. An ihrem großen Tag thront sie stolz auf ihrem Königinnenstuhl. Und immer um sie herum ihre ganze Familie. Sie wird geschminkt und frisiert, einfach schön gemacht für ihren großen Tag. Ich bin natürlich sehr dankbar. Ist ja nicht selbstverständlich, dass man in dem Alter, ich bin bald 90, fast 90, noch, dass einem nichts wehtut, dass man noch gut laufen kann. Klar, dass sie daher den Weg zur Premiere zu Fuß zurücklegt. An ihrer Seite ihre Familie. Im Kino feiern dann die Gäste Trudy Gerster und ihren Film mit frenetischem Beifall. Der Film selbst zeigt das Leben einer Frau, die sich zur Märchenfee der Nation erzählte. Sie haben auch ein bisschen die Müller verzogen. So. Aber so richtig rausgelacht. So. Hey, kein Mensch. Und genauso durften ihre Kinder sie Tag ein, Tag aus erleben. Das ist die akustische Umgebung mit und dann hat er an einer Tante rumgetägelt. Und das ist natürlich, wenn man das immer um sich herum hat, dann ist das wunderbar. Und für ein Kind ist das ist für uns ein Privileg gewesen, Kinder von Trudy Gerster zu sein. Deshalb war der Film auch für ihre Familie etwas ganz Spezielles. Es gab ein paar Szenen, wo man mit Tränen in den Augen hatte. Am besten, das ist schwierig. Also, was bei mir immer sehr rührend ist, wenn ich sehe die alten Videos von meiner Großmutter mit meiner Mutter und meinem Onkel. Ja, das ist schon sehr rührend für mich. So. Die eine Szene, wo sie aus dem Fenster schaut und aus dem Einhorn nachher vorbeiläuft, dort hat sie so einen ganz weichen Blick, wo sie relativ selten hat. Wo man wirklich nur innerhalb der Familie sieht und wo so, dass einfach auch einen ganz tiefen Kern von ihr zeigt. Und die Königin, sie quittiert den Film mit einem Lächeln. Ich freue mich sehr, natürlich auch wegen mir, aber auch, weil man halt Märchen noch ernst nimmt. Darum freue ich mich sehr. Also eine Königin, der ihre Märchen auch noch mit 90 Jahren sehr am Herzen liegen. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag.